Herzlich willkommen hier beim Rudermisten. Heute soll es um das DT-29 und seinen Nachfolger gehen. Dieses waren zwar Bordmaschinengewehre für Panzer, wurden aber auch im infanteristischen Einsatz verwendet. Ich möchte darauf hinweisen, dass dies nur ein Übersichtsvideo ist und nicht ins kleinste, feinste Detail eingeht. Fangen wir nun mit der Geschichte des DT-29 an. Schon kurz nach Einführung des einfachen und zuverlässigen leichten Maschinengewehrs DP-27 fiel die Entscheidung, auf seiner Grundlage ein Bord-MG für gepanzerte Fahrzeuge und Panzer zu bauen. Der Prototyp wurde bereits 1928 fertiggestellt und erprobt und im folgenden Jahr, also 1929, unter der Bezeichnung 7,62 mm Degtyaryov Panzermaschinengewehr DT in Serie gebaut. Bei der Entwicklung dieses Bordmaschinengewehrs berücksichtigte man auch die Möglichkeit, es außerhalb des Panzers infanteristisch zu verwenden zu können. Zu diesem Zweck erhielt es ein abnehmbares Zweibein wie das des DP-27. In den Vorkriegsjahren und während des Krieges hat man es auf praktisch allen sowjetischen Panzern und Panzerfahrzeugen installiert. Das DT-Maschinengewehr war weitgehend mit dem Infanteriemaschinengewehr identisch. Somit konnten bis auf minimale Ausnahmen Ersatzteile für das DP sowie für das DT genutzt werden. Änderungen gab es hier eigentlich nur im Aussehen. Der Holzschaft wurde durch eine ausziehbare Schulterstütze aus Metall ersetzt und man verzichtete auf den Laufmantel des DP-27. Es wurde ein kompakteres Magazin für 63 Patronen mit dem Kaliber 7,62 mm x 54R entwickelt, um Platz im Panzer zu sparen. Einige Quellen sagen, dass es zwar 63 Patronen fasste, aber nur mit 60 Patronen geladen wurden, um Ladehemmung zu verhindern. Es verfügte ein in der Kugelblende montiertes Korn, das bei dem Ausbau des DTs zum infanteristischen Verwendung durch eine an einer Klemme befestigte Korn mit Korntunnel ersetzt wurde. Ob in jedem Panzer und zu jedem MG auch ein Zweibein für den infanteristischen Einsatz vorhanden war, ist hierbei allerdings nicht übermittelt. Um zu verhindern, dass die leeren Hülsen im Kampfraum umherflogen, bekam das MG einen Fangsack aus Segeltuch. In den ersten Kriegsmonaten sah man die Panzervariante, also ohne Zweibein, aber auch einige mit, immer wieder in der Infanterie. Diese stammten aus Panzern, die eingegraben, aufgegeben oder abgeschossen wurden. Teilweise wurden sie auch noch von den Tankisten in ihren blauen Overalls getragen. In Stalingrad zählte das DT-29 auch zur Bewaffnung der Arbeiter der Stalingrader Traktorenfabrik. Und es verstärkte Infanterieeinheiten durch den Ausbau und Einsatz des MGs und deren Munition. Hier eine kleine Übersicht. Der KV-1 hatte 3 Stück mit 3024 Schuss. Der T-34 hat 2 Stück mit 2898 Schuss. Der T-60 und der T-70 je 1 mit 950 Schuss. Und der T-26 je nach Ausführung bis zu 3 Stück mit 2850 Schuss. Die T-35 Panzer, die fast vollständig durch technische Mängel verloren gegangen sind, hatten je nach Ausführung 3 bis 5 Stück verbaut mit über 10.080 Schuss. Und dadurch war das DT-29 eine Kampfsteigerung für die regulären Truppen und Partisanen, wenn diese ausgebaut worden waren. Daher sie gute, zuverlässige MGs mit einem großen Munitionsvorrat einfach darstellten. Eine 1944 vorgenommene Modernisierung des DPs wirkte sich auch auf das DT aus. So wurde die Schießfeder von unterhalb des Laufs hinter den Verschluss verschoben. So lässt sich die Überhitzung und dadurch das Brechen der Feder bei längeren Schießen verhindern.
1944 wurde auch die Konstruktion der Schulterstütze und des Gehäuses verbessert. So war es jetzt auch möglich, an den Schießmechanismus zu kommen, ohne es aus der Kugelblende ausbauen zu müssen. Am 14. Oktober 1944 wurde das modernisierte DT-Maschinengewehr unter der Bezeichnung DTM oder DT-44 eingeführt. Der Name DTM setzte sich aber hier durch. Nennenswerte Massenproduktion begann aber erst in den ersten Monaten des Jahres 1945 und so war es, wenn man dann noch die Auslieferung berücksichtigte, im Zweiten Weltkrieg eine Seltenheit. Im Laufe des Krieges wurden 285.000 DT- und DTM-Maschinengewehre gebaut. Zahlen zu Vorkriegsproduktionen konnte ich leider nicht finden. Ebenso wenig, wie viele verbaut wurden und wie viele infanteristisch eingesetzt wurden. Eine Rückrechnung von den Panzermodellen auf die Gesamtzahl macht leider keinen Sinn, da einige Panzer nachgerüstet wurden und mehr MGs hatten und anderem wiederum nicht voll ausgestattet waren bzw. die MGs durch Einschließung oder ähnliches nicht erhalten konnten. Es ist aber doch auffällig, dass man das DT-29 schon häufiger auf Originalbildern sehen kann. Deswegen war es wohl keine allzu große Seltenheit. Kommen wir nun zu den technischen Daten. Die Länge betrug 1250 mm. Hierbei gibt es aber keine Angaben, in welcher Position da die Schulterstütze ist. Das Gewicht mit Magazin ungeladen war 9,23 Kilo und geladen 10,5 Kilo. Es war also ein knappes Kilo leichter als die Infanterievariante. Die Feuerrate betrug theoretisch 600 Schuss die Minute und im praktischen Einsatz waren es 80 Schuss die Minute. Bei herausragenden Schützen konnte sie bis 120 Schuss die Minute ansteigen. Das Dioptervisier des DTs ließ sich nach Höhe und Seite einstellen und fing auf 400 Meter an und hatte die Einstellung 600, 800 und 1000 Meter. Wie das DT-27 war es auch nur für Dauerfeuer eingerichtet. Es sei dann auch noch zu erwähnen, dass es für die Flugabwehr ein spezielles Flugabwehrvisier bekommen hatte und dann auch auf Lafette montiert war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.